So, herzlich willkommen zurück und zu Let's Play Lego Rock Raiders. Ich hab's heute mit dem etwas rollenden Error. Keine Ahnung, woran das liegt, aber ja. Jetzt können wir doch auch tatsächlich schon das Kraftwerk bauen. Das ist doch eine schöne Position. Nicht. Aber das gefällt mir hier. Weil das sperrt mir sonst den Weg nach da hinten ab. Und ich möchte auch nicht so nah an irgendwelchen Wänden, die ich wegsprengen möchte. Oh, ein Energiekristallflöz. Sehr schön. An Wänden bauen, die ich unter Umständen wegsprengen möchte. Weil ich keine Lust habe, mir die Gebäude zu beschädigen. Ein Energiekristall wurde gefunden. Aber der Sauerstoffvorrat geht ja echt ziemlich schleppend zur Neige. Das finde ich eigentlich ganz gut, deswegen mehr Arbeitskräfte. Dass hier auch mal was vorangeht. Und damit sollten wir jetzt halt eigentlich auch erstmal genügend Energiekristalle haben, um eine Versorgungsstation bauen zu können. Ich kann mal kurz gucken, was ich brauche, um ein Geologiekennzentrum zu bauen. Da brauche ich auch ein Kraftwerk der Stufe 1. Das Kraftwerk dürfte dann auch bald fertig sein. Das heißt, es hat die gleichen Grundvoraussetzungen wie eine Versorgungsstation. Was auch schon mal sehr praktisch ist. Dann baue ich hier nochmal eine Stromverbindung hin. Werte dich auf und baue hier auf jeden Fall schon mal eine Versorgungsstation hin. Ha, das geht jetzt nicht ganz so auf, wie ich mir... Bauen wir sie so hin. Das schaut doch ein bisschen... hatte ich ein bisschen anders geplant eigentlich, aber was soll's. Also, die Energiekristalle reichen auf jeden Fall für die Versorgungsstation schon mal dicke. Jetzt wäre es nur noch mal interessant zu wissen, wie viele Rock Raiders ich tatsächlich habe, dass ich dann... Ich sehe... 6, 7 Stück? Nicht, dass wir dann die Versorgungsstation bauen und ich mir dann so viele Rock Raiders hole. Ah, das können wir doch ganz einfach machen. Nachdem die Versorgungsstation bald fertig ist, hole ich mir jetzt meine 10 Rock Raiders und habe damit das Maximum, was die Versorgungsstation abdecken kann, erfüllt. Und der Sauerstoff sollte sich jetzt halt eigentlich langsam wieder auffüllen. Das behalte ich einfach mal so nebenbei im Blick. Hier kommt nochmal eine Stromverbindung hin. Und dann gehen uns langsam die Ressourcen aus. Da sollten wir was dran ändern. Einmal hier bitte schaufeln. Der Erzflöz darf auch weg. Und hier darf auch gebohrt werden. Also es sollte jetzt auf jeden Fall reichen, um den Level vom Sauerstoff zu halten. Und jetzt kann ich auch an sich nicht in die Optionen Ein Energiekristall wurde gefunden. Das automatische Abschaufeln wieder erlauben, weil also es gab bisher keinen Erdrutsch, was ich sehr angenehm finde. Und gehe auch nicht mehr davon aus und nehme jetzt einfach mal an, dass es auch keine Erdrutsche geben wird, deswegen sollen sie dann von mir aus einfach anfangen, das Abraumgestein wegzuschaufeln. Und das gefällt mir, dass hier einiges an Energiekristallen gefunden wird. Wo auch immer das war, hier unten. Und dann schaue ich mal, dass ich das Geologiezentrum vielleicht hier hinbaue. Das braucht 3 Energiekristalle. Notfalls stelle ich dann einfach unsere Teleportplattform, stelle ich bei unserer Teleportplattform die Energie aus.
Ah, was ich in der letzten Folge gar nicht gesagt habe, ist, um ein Fahrzeug herteleportieren zu können, das kostet uns Energiekristalle. Ich weiß nicht genau, ob das dabei steht. Kleiner Transporter. Nee, es steht nicht dabei. Es sind, glaube ich, eine bis maximal 4 Energiekristalle, die ein Fahrzeug kostet. Und man bekommt aber den Energiekristall wieder, wenn das Fahrzeug zerstört wurde oder wir das Fahrzeug halt hochteleportieren, was letztendlich aufs Gleiche rausläuft, weil wenn es zerstört wird, wird es auch noch wie alles andere hochteleportiert. So, du hast ein Geologiezentrum gebaut, das Rock Raider zeigt dir mehr Informationen über die Höhlen. Okay, ich kann einen Rock Raider zum Geologen ausbilden. Dann bist du jetzt halt mal der Glückliche, der hier zum Geologen ausgebildet wird. Wenn du fertig gegessen hast. Bringt es vielleicht... Ah, Tatsache. Ah, das bringt er. Das heißt, hier ist eine unentdeckte Höhle und hier ist eine unentdeckte Höhle. Die decken tatsächlich auf der Karte immer mehr Gebiete auf. Also die erlauben es mir, in Gebiete reinzugucken. Kann ich auch sehen, was das für ein Material ist. Nochmal hartes Gestein. Das heißt, ich muss mich hier zweimal durchsprengen, um in diese unentdeckte Höhle zu kommen. Und hier unten ist auch eine unentdeckte Höhle. Gut, ich würde mal sagen, ich schaue mir erstmal an, was sich denn hier dahinter verbirgt. Und dann können wir uns nach und nach einfach mal durch die komplette Höhle hier durchsprengen. So, erstmal das wegschaufeln. Bevor ich das... dieses harte Gestein wegsprengen. So, das schaut auch schon mal gut aus. Na, ich sehe es schon, der... wenn jetzt halt nicht die beiden hier... gut. Sonst hätte wahrscheinlich der Sprengmeister, der hier gerade das Dynamit ankarrt, sich gedacht, oh, da liegt Erz. Ich glaube, ich heb mal das Erz auf. Oh, da liegt Dynamit. Ich glaube, ich sollte vom Dynamit weglaufen. Aber da liegt Erz und ich will doch das Erz aufheben. Und dann sprengt er sich, na gut, es wäre nicht das erste Mal, dass in diesem Let's Play, dass ich... Danke, du hast echt Größe bewiesen. Aber du hast eine schöne Höhle freigelegt. Mehr Energiekristalle für mich. So. Guckt unser Geologe hier noch ein bisschen rum. Du bist unser Geologe. Dann gehst du mal bitte hier hin. Ist dahinter auch irgendwas Interessantes? Da ist auch eine unentdeckte Höhle. Dann ist da hinten irgendwas Spannendes. Also ich nehme mal an, allein... Erzflöz. Oh, da ist eine Erzflöz und da ist auch eine unentdeckte Höhle. Ich nehme einfach mal an, aufgrund der Tatsache, dass hier einem Geologen ein bisschen nahegebracht werden sollen, wird es hier verdammt viele unentdeckte Höhlen geben. Und die schaut ziemlich wässrig und klein aus. Gut, die waren nicht sehr ergiebig. Dann springen wir uns hier oben einfach mal durch. Ist da oben auch noch eine? Nee, da ist tatsächlich... Aber es ist echt ein praktisches Feature, das ich so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Sehr schön. Kann ich auch irgendwo... Nee. Naja, machen wir eins nach dem anderen. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Und das Sauerstoffniveau füllt sich auch leicht wieder, aber wir sind da auf jeden Fall im grünen Bereich.
Wenn dir zu langweilig ist, dann kannst du auch einfach mal Geologe werden. Und ich glaube, ich sollte die Bauhütte auch nochmal auf Stufe 2 bringen, dass ich vielleicht auch nochmal weitere Sprengmeister ausbilden kann. Weil das scheint mir ganz sinnvoll. Wie zum Beispiel, ihr habt jetzt die Ehre. Ihr seid schon Sprengmeister. Rock Raider. Ihr seid schon Sprengmeister. Ja, das war wahrscheinlich aus der Mission, die... in der ich mich doch allzu gerne in die Luft gejagt habe. Dass da noch einige Sprengmeister übrig geblieben sind. Das hatte ich auch schon mal gesagt. Das passiert an sich auch ganz gerne mal. Aber hier scheint auch... also nichts weiter zu sein. Aber hier ist ein Energiekristallflöz. Das gefällt mir auch schon mal gut. Aber ich glaube... gut, hier wird ein Geologe hinkommen, hoffentlich. Ne, die sind einfach nur geil auf die Energiekristalle. Da unten war doch auch noch mal was. Genau, hier. Ein Energiekristall wurde gefunden. Dann springe ich mich hier doch auch einfach mal durch. Und hier ist ein Energiekristallflitz. Da wird aber in dem Level echt nicht gegeizt mit. Gut, den hätte ich auch schon vorher sehen können. Aber ich glaube, ich muss mich hier wirklich durchsprengen, um in die Höhle da unten zu kommen. Und hier oben ist schon wieder Ende Gelände. Na, wobei... nee, es ist... ah, hier. Bord mal bitte das hier weg. Und dann sprengt das hier bitte. Weil, wie vermutet, also hier werden die versteckten Höhlen deutlich durch hartes Gestein abgedeckt. Das heißt, man muss sich hier wirklich sprengen und... ja... nee, aber das mit den Geologen gefällt mir echt ganz gut und ich habe da auch echt null Erinnerung dran. Ich kann mich da echt nicht mehr dran erinnern, dass die diesen Effekt hatten. Finde ich aber eigentlich ganz... finde ich, gefällt mir echt gut. Die wuseln schon wieder überall rum. Könnt ihr da durch oder müsst ihr das auch noch wegsprengen? Ich spreng das einfach auch mal weg. Und noch ein Energiekristallflöz. Aber ich warte erstmal, bis sie das gesprengt haben, bevor ich mich an den Energiekristallflöz wag, weil ich kenne meine Pappenheimer. Und ich traue den sehr stark zu, dass oh, hier gibt's Erdrutsche. Ach, wieso absichern, wenn ich es nicht einfach gleich wegbohren kann? Sehr schön. Noch mehr Erdrutsch. Ein Energiekristall wurde gefunden. Ja, aber jetzt hat allzu viele Möglichkeiten haben wir jetzt halt nicht mehr, wo was sein könnte. Aber wir bohren hier auf jeden Fall nochmal den Energiekristallflöz ab. Aber hier gibt's ordentlich viele Energiekristalle. Aber allzu viel Möglichkeit hier drüben. Wie komme ich da hin? Wie komme ich in diese Höhle? Ich
Hier kann ich mich nicht durcharbeiten? Ach, hier. Hier geht das durch. Das hat mich jetzt ein bisschen verrückt gemacht. Diese eine Höhle, zu der ich unentdeckte Höhle. Das kann ich jetzt wahrscheinlich auch schon mal anzeigen lassen. Alter, das sind aber auch ordentlich Energiekristalle hier. Kann ich wahrscheinlich auch einfach anzeigen lassen, weil also halt direkt über die Karte, weil ich schon über die Geologen weiß, was hier Sache ist. Aber da oben ist auch noch eine unentdeckte Höhle. Aber dann müssen wir uns auch nochmal sprengen. Aber hier geht's auch so verdächtig runter. Das ist... Naja, man darf gespannt sein. Gibt's da schon einen Sprengmeister, der unterwegs ist? Nö, da scheint sich niemand für zu interessieren. Ist das Sprengen eine eigene... Nein. Sprengen gibt's nicht als bevorzugte Aufgabe. Ja, da liegt einfach das Dynamit rum. Naja, dann sprengen wir uns einfach mal überall durch, wo geht. Aber dass ich da leider nicht schnell hinreisen kann. Schade. Was bist du denn und was kannst du denn? Ja, du bist Geologe und Sprengmeister. Aber du machst nichts von beidem. Das ist sehr vorbildhaft. Vorbildlich. Ja, ich könnte, aber nö, weil nö. Ich glaube, ich verbiete euch jetzt einfach mal Ressourcen aufzusammeln, weil 85 Erzbrocken sollten doch eigentlich reichen. Hier, macht mal was Nützliches. Ah, da ist doch ein Sprengmeister schon mal unterwegs. Und da auf der Map schaut's auch genau... Ach, unser kleiner Selbstmordattentäter ist, spielt auch mal wieder mit Dynamit. Finde ich sehr schön. Massiver Fels. Nee, aber man merkt auch schon, die Level werden doch durchaus größer und, ja... dauern ein bisschen länger. Habe jetzt seit letzte Folge ja schon... Ah! Habe ich sie gefunden? Ja! Hier waren sie. Oh, ich hätte mich auch nur noch hier durchbohren müssen. Gut, dann haben wir das Level auch erfolgreich geschafft. Leider diese letzte Höhle da unten nicht mehr aufgedeckt. Aber, ja... ungefähr eine Folge gebraucht für die Mission. Gut. Du hast die verschollenen Rock Raiders gefunden. Auftrag erfüllt. Aber 88 Erz und 35 Energiekristalle, das ist schon ordentlich. Und 93%. Gut, dann ist das doch eigentlich auch ein perfekter Zeitpunkt, um diese Folge hier zu beenden. Und ich hoffe, es hat euch wieder mal Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei sein würdet. Und sag bis dahin und ciao.